Gelegenheit verpasst, also das laberst du. Nein, wie dumm! So, wir haben jetzt eine neue Gelegenheit, die ist tatsächlich auch in diesem Haus. Das ist relativ praktisch. Vielleicht sollten wir hier auf irgendetwas anderes wechseln. das ist ziemlich praktisch, weil die kennen uns ja nicht. Und ja, haben hier eigentlich so ein bisschen freie Bahn. Müssen hier nochmal eins nach oben. Okay, da hinten irgendwo. Ein Baseball. Uiuiui. Jetzt steht hier auch noch einer. Oh, hier können wir ein Objekt verbergen. Ja, das machen wir mal. Weil hier haben wir ja eh eine Waffe zu viel. Das sollten wir ja auch nicht brauchen. Lol, wir können hier safe auf dem Dach gehen. Perfekt, Alter, perfekt. Die Frage ist nur, wo bringen wir den unter? Oh ne, bitte, der kommt jetzt nicht hier rein. Das wäre echt nicht praktisch. Naja, vielleicht finden wir auf spontan noch etwas. Finden Sie den explosiven Akku. Der müsste ja hier wahrscheinlich irgendwo sein. Hier. Let's go. Das nehmen wir auch gleich nochmal mit. Okay, jetzt müssen wir das Handy finden. Das liegt schon mal da drüben. Hier ist also sein Handy. Okay, das merken die aber. Weil der ist ja scheiße. Fuck. Nein, Alter, wo hast du das letzte Mal gespeichert? Ey, ich hab nichts gemacht, Brody. Weil wir hier wieder rauskommen. Leider sind wir schon aufgeflogen, das ist nicht so geil. Bitte, ich kann jetzt nochmal das andere laden. Ja toll, das müssen wir sowieso nochmal machen. Egal, dann machen wir es besser. Ich skippe das für euch. So Leute, ich habe jetzt hier gespeichert und alles. Und wir gehen jetzt mal wieder raus. In der Hoffnung, dass sich der nicht gleich wieder umdreht. Nee, okay, perfekt. Jetzt müssen wir gucken. Der ist halt hier. Was machen wir? Dass uns der nicht erwischt, wenn wir hier das Handy nehmen. Das ist gerade so ein bisschen die Frage, aber vielleicht geht er ja hier weg. Oh yeah. Wir nehmen es einfach kurz. Zack, eingesteckt. Hat niemand gemerkt. Oh, vielleicht soll ich es nicht in der Hand halten. Jetzt müssen wir seine Uhr austauschen. Und zwar, das kann nicht so schwierig sein, ich meine. Wir sind jetzt verkleidet, hier erkennt uns jetzt ja kaum einer mehr. Dann haben wir nicht mal wieder so einen Sneaky Trip. So. Gehen wir mal rüber. Wir müssen dem seine Uhr austauschen. Was hau? Laufen wir aber ganz unauffällig noch hier hinten. Moin, wie wollen wir das denn schaffen? Vielleicht bekommen wir da hinten da drin alleine. Ich laufe den mal noch weiter nach. Können wir manipulieren doch die erstmal kurz. Oh, geht nach oben. Das könnte unsere Gelegenheit werden. Okay, jetzt sitzt er hier an seinem Schreibtisch. Wir können einfach beide abschießen. Haben wir zwei Wurfobjekte? Leider nein. Ich habe eine Idee, wir können versuchen, dort drüben eine Münze hineinzuschmeißen, damit der Security Guard rübergeht. Dann schmeißen wir den anderen den Ball an den Kopf. Und dann gehen wir rein und der andere denkt sich dann, hm? Ich glaube, das war nicht die Chance-Idee. Oh mein Gott, die kommen jetzt hier aufs Dach. Sollen wir rein? Ja, komm. Verstecken uns einfach hier. Die werden uns bestimmt nicht finden. Das Problem ist, hier haben wir einfach gar nichts mehr zum Schmeißen. Wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Weil der Ernte ist hier gerade auf Club. Klar, dann kennen sie uns nicht, aber der andere hier schon. Wir machen hier einfach irgendwas. So Leute, das wird sich wahrscheinlich von selbst erledigen, hoffe ich mal. Deswegen folgen wir mal der nächsten Gelegenheit, die wir haben. Und zwar Schütze. Auf das müssen wir jetzt erstmal runter, das machen wir doch gleich. Gehen wir drüben hin. Okay, wir müssen uns als den Typen hier verkleiden, ohne dass die anderen merken. Ja, ja, holla die Waldfee. Oh, das hat ein Gift, nehmen wir. Wir könnten es überfluten lassen, so dass der dann da reingeht. Dann können wir ihn hier drin schnappen. Und dann hier verstecken. Wir könnten das vergiften. Aber wir müssen gucken, dass es der hier und der andere nicht mehr. Sehen die das auch, wenn ich das so mache? Warte, wir gehen kurz raus und speichern mal. Und dann versuchen wir das einfach mal. Ich meine, per Zufall gucken gerade beide nicht hin. Dann, let's go, haben sie nicht gemerkt. Seht ihr? Profi am Start. Oh Leute, er trinkt. Singst das Rattengift würde ihn nicht umbringen, aber ihm wird schlecht. So, wir müssen noch kurz einfach, wo ist er denn? Wir müssen den, glaube ich, auch nochmal take down. Einfach um safe zu gehen. So. Digga, diese Sounds aber auch. So. Jetzt würde ich den Gene ziehen. Genau. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht.
Genau, dann machen wir den erstmal hier rein. Und, ich glaube, wir machen den auch nochmal da rein, oder? Einfach, ja, um safe zu gehen. Dass man die nicht findet. So, wo müssen wir jetzt hin? Da vorne zum Schießstand. Okay, machen wir mal. Ah, jetzt können wir nämlich auch da rein, oder? Ja. Ja, sorry, Leute, mit dem. Bisschen spät. Okay, Leute, vielleicht trinkt ihr einen von denen jetzt gleich aus dieser Flasche. Ja, die. Können wir die auch noch versuchen zu vergiften? Das wäre echt geil. So, dann können wir die gleich auch noch drauf ansprechen. Wo ist meine Position? Nach hier vorne, okay. Sollten wir das machen? Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Die ist hinüber, sag ich mal. Okay, was wollen wir jetzt machen? Guck mal, da fehlt eine neue Gelegenheit. So, gehen wir mal nach da hinten. Wir haben jetzt eine neue Dings. Wir müssen jetzt die Interpol-Marke finden. Oder stellen. Wie bekommen wir diese Marke? Könnten die hier wahrscheinlich wieder irgendwas ins Getränk mixen, aber wir müssen ja erstmal gucken, ob es überhaupt trinkt. Okay, wir haben ja noch lösliche Lebensmittel, das heißt ja, das müsste in Wasser dann eigentlich gehen. Machen wir dann kurz, fällt ja auch nicht auf, scheinbar. Ja, es sieht bestimmt gerade niemand zu. Oh. Okay, das war klar. Weiß es auch nicht, wenn er jetzt trinkt, weil fällt er direkt tot um oder geht das eine Weile? Fuck, aber jetzt haben wir dann nicht Zielkill. Ja, let's go. Ja, wir müssen Opfer bringen. Wir müssen Opfer bringen halt. Wir sprechen sie jetzt an. Ja, lol, aber hier sieht das doch jeder. Könnten sie schubsen wieder einmal? Oh, was ein Unfall. Ja, natürlich müssen wir nur noch den einen Typen ausschalten, weil irgendwie seine Uhr ist komischerweise nicht explodiert. Dann gehen wir zum Wachuhr gucken. Vielleicht finden wir oder können ihn ja sonst irgendwie noch umbringen. Ich meine, es muss ja einen Weg geben. Ohne Scheiße aber noch. Okay, wir gehen uns wieder kurz verkleiden, weil dann dürfen wir dort wieder rein. Weil scheinbar dürfen wir als oberkrasser Schütze nicht dort rein. Warum auch immer. So, und jetzt müssen wir dort rein und eigentlich, ja, nur noch den anderen Typen umbringen. Mal gucken, weil das Ding ist, wir haben alle Gelegenheiten, sonst verkackt. Aber wir haben drei haben wir ausgenutzt und die sind auch alle gut gegangen. Und, was hat er gesagt? Ist eigentlich auch egal. Jetzt müssen wir nur noch den alten Typen hier aus dem Weg räumen. Stimmt. Oh, da kommt einer. Er geht ja immer in sein Badezimmer. Vielleicht können wir das so irgendwie machen, dass wir einfach hier drin warten, bis er kommt. Und dann, vielleicht können wir auch, wenn er dann hier durchgeht, erstmal die Wache kurz ablenken. Da vorne eine Münze hinschmeißen, dann direkt kurz verstecken. Oh, der geht jetzt. Geht die Wache mit? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht sollten wir auch sneaken. Ja, geht er auch noch hin oder bleibt er dort? Ah, ne, geht hin.
So. Und wegziehen. Müssen wir eigentlich nur noch warten, bis der hier oben wieder reinkommt. Okay, also wir wollen uns scheinbar da treffen. Und weil hier eigentlich ist er doch gestorben. Per Zufall natürlich. Und das haben wir ihm jetzt gerade gesagt. Und oh Gott. Und jetzt müssen wir ihn dort auch umbringen. Und dann merken die das auch nicht. Und dann kann ich einfach abhauen, einfach rauslaufen. Und das wäre es dann gewesen. Bin ein bisschen hyped, denn ich nehme jetzt dann gleich 2 Stunden auf. Und vor allem ist es voll gut gekommen für unsere Verhältnisse halt. Ah, okay, wir können den beseitigen. Machen wir doch mal. Bitte nicht umdrehen da vorne. Ach du Scheiße. Okay, wir können jetzt schon mal raus, weil da hinten ist ein Ausgangssymbol. Let's go. Oh, Jesus. Someone left in a hurry. Jean Rose was not the Shadow Client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer. Some kind of network. Power players. From all sectors. Familiar faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The Hidden Hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Someone's done their homework. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingfort, Delvade. The Shadow Client has been tracking you for decades. Now how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain MO, which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Wollen die kennen uns oder was? Scheiße. Infiltrated ICA. And Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the Shadow Client? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Oh, dann verlassen wir doch mal die Mission. Rose is gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I'm proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy, my friend and I, away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. 12 people lay face down in the snow. A warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives only by ending them. Better than anyone.
Ey Leute, wir haben voll gut, wir haben wirklich nur diesen einen Nicht-Kill-Ziel gemacht, Nicht-Ziel-Kill, weil wir den halt instant vergiftet haben. Also wir waren voll gut. Also wirklich jetzt, ey. Okay Leute, das ist diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Thank you.